Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, zur letzten Finanzmarktrunde im alten Gewand, im Ayondo-Gewand und das an einem 27. Juni 2018, der wirklich ja, in die Geschichte eingehen wird. Man war sich schon so sicher, dass das alles klappt, hatte eigentlich schon alles verbucht und die nächste Woche geplant, wenn man auf der Short-Seite unterwegs war. Und dann drehte der Markt doch und legt 300 Punkte an einem Tag hin nach oben. Was für ein 27. Juni, sage ich da. Und sonst war ja auch nicht viel heute. Insofern können wir uns voller Freude mit dem DAX beschäftigen, bei dem ich schon gesagt hatte, Franz-Georg, ich habe ja heute Morgen ein Video reingestellt in den Team-Chat. Das hat Nikolas dann hochgeladen. Kurz bevor ich eine morgendliche Runde Tennis gespielt habe, da waren wir bei 12,150 und ich hatte gesagt, Shorts schließen, Long in den Markt rein, weil der VDAX New eben wunderbar signalisiert hat, dass man reingehen muss, dass man in den Markt reinkaufen kann gegen die Stimmung. Und ja, manchmal kommt es dann auch wirklich verrückt, muss man sagen. Ich rufe den VDAX New mal auf und zeige den mal hier. Seht ihr sehr schön an der 20er-Marke. Wir waren heute sogar oberhalb der 20er, ich glaube bei 20,50 oder so. War in den letzten Monaten immer das Signal, wieder long gehen und die Shorts schließen. Eigentlich bis auf diese Spitzen hier, Februar, März, immer. Auch das hier war nur so eine kurzfristige Spitze. So, und dann passiert natürlich das Verrückte, dann hast du so einen Tag. Und dann läuft das schon gut rein. Ich glaube, wir sind ja dann erstmal auf 12,2 ein bisschen was gezogen, 12,250. Und dann sagt Trump noch so: Ach, war jetzt doch nicht so gemeint mit den Zöllen. Und dann rasen wir auf 12,450 durch und machen 300 Punkte Intraday. Und ich habe schon gesagt, das soll ja unser neuer Service werden, ab Juli, spätestens ab August, auch mit Bezahlfunktion. Denn wir wollen ja was Neues probieren: einen Video-Newsletter. Und dann unsere Zuschauer dann informieren, wenn mal eben was los ist am Markt. Nicht statisch, immer zur gleichen Zeit am Tag. Dafür gibt es den Indexradar, der ja auch schön, ich sag mal, die mittlere Sicht abdeckt im Chartbild und die relative Stärke und alles, aber der so das ganz Knackige am Markt, auch bei Einzeltiteln. Das wollen wir damit abholen, weil ich finde, dass Aktienmärkte sich gewandelt haben, auch gewandelt haben in den letzten 5 Jahren, in denen wir die Finanzmarktrunde machen. Es gibt immer mehr von diesen, ja, Marktbewegungen, die durch News bewegt werden, die durch blitzschnelle Äußerungen bewegt werden und durch so Leute wie Trump, die was raushauen und wo die Märkte dann reagieren, einfach weil Märkte so labil geworden sind und anfällig für solche Sachen, auch bei Notenbanken oder so. Und deswegen, bestes Beispiel auch letzte Woche, als wir bei Draghi da einen Tag, als wir an dem Draghi-Tag über die 13.000 gelaufen sind, 13.150 ungefähr, und dann der VDAX New auf die 12 geht und man sieht, okay, hier ist eigentlich absolute Alarmstimmung und man da schon sagen konnte, hey, nehmt die Gewinne mit, wartet nicht zum Verfallstag, den wir an dem Freitag hier hatten, sondern geht aus dem Markt raus. Insofern heute wieder perfekt eigentlich zum Finanzmarktrunden, ja. Abschluss im Ayondo-Gewand, so ein Handelstag, wie man sich eigentlich wünscht, wenn man schnelle Bewegungen mag und wenn man Trader ist, so finde ich. Sieht man hier nochmal schön im Chartbild, wie wir da nach oben klettern. Und Franz-Georg, zu Beginn auch direkt mal und damit die Überleitung an dich, muss man auch sagen, wir wollen uns auch vor allen Dingen mal bedanken bei Ayondo, denke ich, für, es sind fast 5 Jahre Finanzmarktrunde und das ist nicht selbstverständlich, dass ein Partner einen da so lange begleitet, auch durch zwischenzeitlich ja mal eine kleine Pause von ein paar Wochen. Also das gibt es sehr, sehr selten, finde ich. Und wir haben eine treue Zuhörergemeinde, auch immer schöne Abrufe bei YouTube. Ich denke, euch gefällt das und auch im Namen von unseren Zuhörern, glaube ich, mal ein ganz dickes Danke an Ayondo für die Jahre und Ayondo ändert da ein bisschen seine Strategie in Sachen Webinare und deswegen sind wir da auch gar nicht böse und freuen uns einfach, dass wir so lange da an der Seite stehen durften. Und ich glaube auch, ja, wir sind nie ausgefallen. Wir waren immer da, Franz-Georg, und auch wegen Krankheit. Ich glaube, es gab nie einen Ausfall in irgendeiner Art und Weise. Oder bist du mal ausgefallen? Ich glaube nicht.
Nee, also wir haben das wirklich so durchgezogen. Ich erinnere mich da so an einige doch sehr spezielle Webinare, wenn auch gerade eine Messe war, wenn man unterwegs gewesen ist. Zwischen den Jahren noch, ich weiß, ich war mal auf der Rückfahrt von der Schweiz gewesen, da waren wir im Stau. Das war ein extrem knapp. Ich kam hier 5 Minuten, das war 2 Tage vor Silvester gewesen, ins Büro rein bei mir, Rechner hochgefahren, schnell das Webinarzeug eingegeben und PowerPoint gestartet, die ich im Auto geschrieben habe. Da waren schon ein paar ganz lustige Anekdoten dabei gewesen, die so in den Jahren zusammengekommen sind. Aber das haben wir tough durchgezogen. Hat extrem viel Spaß gemacht. Ich fand, es gab auch immer super Feedback, Anregungen, Ideen, wie man es auch weiterentwickeln kann. Das ist ja letztlich auch eine gegenseitig befruchtende Geschichte. Ja? Auch wir wissen natürlich nicht alles, wir haben keine Glaskugel. Ihr da draußen habt auch immer gute Ideen, Indikatoren, Ansätze, Fragen, die uns auch weiterhelfen, unseren Service zu verbessern, aber auch vielleicht mal eine andere Sicht auf den Markt zu werfen. Jeder hat ja auch so seine eigene Herangehensweise an die Märkte. Das heißt jetzt nicht nur, der eine guckt nur auf Wohler und schätzt damit die Perspektiven ab oder nur Technik oder nur fundamental, sondern eben auch ja, ganz andere was weiß ich, Hilfsmittel dazu, vielleicht einzelne Aktien, besondere Anomalien, die sonst auffallen und sowas. Ne? Das sind ganz spannende Sachen, wo man auch viel von mitgenommen hat und deshalb auch von meiner Seite her ein riesen Dankeschön und war super gewesen die Zeit. Und ja, dann wollen wir mal schauen, was als nächstes kommt. Ja, es ist verrückt, was uns auch begleitet hat über die letzten 5 Jahre. Wenn man sich mal anguckt, eine Deutsche Bank, ich habe sie gerade mal aufgerufen, war damals noch bei fast 40 Euro. Ich glaube, über die letzten Jahre hat sich auch gerade die Volatilität noch mal schöner als Signalgeber entwickelt. Die zieht sich ja durch unsere Finanzmarktrunde durch. Und ich glaube, für viele war das auch was Neues, irgendwie ein neuer Ansatz. Und wie gesagt, den werden wir dann auch beibehalten und sogar ausbauen noch, weil das einfach, wie sich zeigt, funktioniert. Und da muss ich auch sagen, ich habe da selber auch noch dazugelernt in den nächsten Jahren und in den letzten Jahren und werde es auch in den nächsten Jahren tun, immer wieder, wie gut der Signalgeber Wohler zum Beispiel ist und wie schwierig das ist, sich selber da auch immer gegenzustellen, weil es natürlich immer so ist bei der Wohler, dass man sich komplett gegen die Markt Meinung stellt und einfach über seine Psyche springen muss. Deswegen ist es bei uns ja auch so ein bisschen Psychologie-Webinar. Das ist ja auch bei dir, Franz-Georg, mit der relativen Stärke und Abstände zur 200-Tage-Linie, auch was wir da gucken. Da achten halt viele, glaube ich, nicht drauf und vielen unserer Zuschauer macht das aber Spaß, weil das sind so. Ja, ich finde, die Märkte haben sich gewandelt. Es ist sehr viel Marketing getrieben, auch bei einzelnen Aktien. Also auch wenn ich mir so angucke, wie die Investmentabteilung agieren und die Marketingabteilung der großen Banken. Das ist sehr trendfolgend, was natürlich auch wichtig ist zu wissen, weil wenn man sich überlegt hat, wie in den letzten 5 Jahren sich Compliance entwickelt hat und wie wenig auch zum Teil noch Banken sagen dürfen. Deswegen finde ich, ist das wichtig, dass man sich in so einem Webinar auch unterschiedliche Meinungen um die Ohren haut. Wir beide mit Egmont und so weiter, alle bringen eine andere Perspektive. Ich bin zum Beispiel jemand, große Schwäche von mir. Ich unterschätze bei Einzelaktien die Dynamik von Trends, also und auch wie lange dann trotz fundamentaler Überbewertung aus meiner Sicht Investoren da drin bleiben. Zum Beispiel jetzt eine Wirecard, die ist bei 150, da habe ich ja in einem anderen Chat so eine kleine Wette gemacht und habe gesagt, sie ist eher wieder bei 100 als bei 200, aber ich muss auch gestehen, ich fand sie bei 120 auch schon wahnsinnig teuer. Eine Tesla ist natürlich auf Short-Eindeckungen basierend, aber das Ding ist wahnsinnig teuer. Wir haben eben witzigerweise beim Fußball, ich saß zusammen zum Beispiel mit Christian Kirchner von Kapital, den vielleicht der andere auch kennt, und wir waren eigentlich nur so Jungs, also Christian, ich und dann viele andere aus Investmentabteilungen von Banken. Und der eine hat so ein bisschen mal Tesla beschrieben und hat gesagt, es gibt eigentlich kein Szenario, wie Tesla in den nächsten 5 Jahren 60 Milliarden Market Cap rechtfertigen könnte, weil der auch sich mit Autos und mit Straßen gut auskennt und mit kleinen Fehlern, die sich einschleichen und Risikomodellen in der Autobranche. Und sagt, eigentlich gibt es kein Modell, aber das sagt als Aktionär im Moment noch gar nichts, weil so viele Short drauf liegen. Und deswegen Irrationalität. Von wem ist der Spruch, Hans-Georg? Ist der von Costolani? Märkte können länger irrational bleiben, als man selber liquide. Genau, richtig. Genau. Und das ist zum Beispiel sowas, das lerne ich immer wieder und da falle ich auch bei Einzelaktien auf der Oberseite häufig drauf rein. Auf der Unterseite nicht das Problem, wenn es runtergeht. Wenn man kurz gehen muss, wie Hans Redeker immer sagt,
ehemaliger Währungsexperte von der BNP. Das ist zum Beispiel ein Fehler. Oder dass ja auch, dass sich Gesamtmärkte nach oben austoben, wie beispielsweise die Nasdaq, bei der ich glaube ich letztes Jahr gesagt hätte, okay, ja, 6,5 ist drin, aber ob die jetzt noch auf eine 7 laufen muss und ob es solche X Milliarden Bewertungen gibt, das lassen wir mal dahingestellt sein. Auch da geht viel mehr, wenn eben Liquidität auch unsinnig in Märkte reinstrebt. Das ganze Imperium um Oliver Samwer und die Bewertung von einer Rocket Internet oder einer HelloFresh, ich glaube, da wird man in der nächsten Krise sagen, wie konnte man die zu so einem Preis noch haben? Und trotzdem kaufen sowas Leute dann. Und das ist immer interessant, wenn man sich da auch selber beobachtet und merkt so, ups, da bin ich einfach zu früh konservativ unterwegs. Aber ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Jahren auszahlen. Haben bei den letzten Jahren Research auf der Seite die Depots schon gut gefahren und hatten trotzdem immer Absicherungen drin. Die haben uns jedes Jahr 2-3% gekostet. Dieses Jahr sieht man zum ersten Mal, ich kann es ja mal zeigen, ich habe in Stärke rein immer verkauft und habe wirklich um die 12.000, als wir da waren, gut eingekauft. Jetzt habe ich heute zum Beispiel heute früh im Adidas Put Gewinne mitgenommen, im Infineon Put, den hatte ich gekauft, Gewinne mitgenommen. In den Inlinern hier, auch das haben wir gelernt über die letzten Jahre. Viele agierten ja da mit Stoppkursen. Ich habe immer gesagt, Jungs, macht das mit Positionsgröße, bitte keine Shops bei Inlinern. Das machen alle da draußen. Es ist kompletter Blödsinn. Das sind Produkte, die muss man die Zeit wirken lassen. Da kann auch mal einer kaputt gehen, wenn man sich strategisch ins Gesamtportfolio einbaut, kann das sogar sinnvoll sein, dass mal einer kaputt geht. Das wäre kein Problem gewesen, zum Beispiel, wenn es den 13,8er erwischt hätte. Ja, super, dann laufen meine ETFs mit und dann gebe ich da ein paar Positionen. Alles fein. Aber so sieht man, wann haben wir die gekauft? Ich weiß gar nicht. Ah, genau, Februar und Januar. Hier, 11,2, 14,4. Das war damals eher die 14,4, die Bedrohung, jetzt sogar eher die 11,2. Aber ich meine, die laufen dann über die Zeit weg und dann hat man halt eine schöne Rendite von über 100% in so einem Ding auch mal drin und ist trotzdem teilabgesichert gewesen. Das darf man nicht vergessen. Und ich habe mehr als 100%, ja genau, mehr als 100% dann, mehr als 50% Cash-Reserve, die man jetzt eben, wie ich finde, schön abbauen kann. Und wir sind beim Gesamtportfoliowert von, das macht nach Adam Riese 220, haben am Jahresbeginn bei 201 losgelegt, also sind so 9% vorne. Ich glaube, das passt schon. Also nur als Beispiel. Übrigens, auch das letzte 5 Jahre Finanzmarktrunde, wenn man sich überlegt, was reguliert wurde am Markt. Die Broker wurden reguliert, die CFD-Broker müssten die Hebel runternehmen. Jetzt werden Inline-Optionsscheine, so wie es aussieht, verboten. Also binäre Optionen. Auch das hätte vor ein paar Jahren keiner gedacht. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde das eine Katastrophe. Und zwar nicht, weil ich sage, das sind so geile Produkte. Ich finde einfach, die Entmündigung des privaten Investors nimmt Züge an. Das ist absurd. Ich meine, wem wird in Deutschland Schrott verkauft? Dem Normalo, sage ich mal, der zur Sparkasse geht, seinen überteuerten Fonds angetreten bekommt oder der irgendwie bei einer Fondsgesellschaft aus NRW, die ich jetzt nicht nennen will, sich in Airbus A380 Modelle einkauft oder so wie Benjis Vater vor 10 Jahren Schiffsfonds angetreten bekommt und das auch noch kauft. Ich höre bei Leuten, die große Verluste haben, nie, dass die sagen, ich habe wahnsinnig viel Geld in einem Social Trading verzockt oder ich habe wahnsinnig viel Geld in Inlandern verloren. Nee, die großen Verluste haben Leute, wenn sie in Schiffe gehen, wenn sie in große Sachen gehen, offene Immofonds. Wann wurden die glattgestellt? Ja, 2009, 2010, als alles unter Wasser war, 2011. Jetzt werden sie wieder vertickt. Ich kenne mich ein bisschen aus mit Immobilien und habe mich in den letzten Monaten und 2 Jahren da relativ mit beschäftigt und habe auch da 2 Objekte gekauft. Ich weiß auch, zu was die Leute Ende der 90er gekauft haben. Das ist meiner Ansicht nach ein Skandal, was damals Leuten unter Steuerspargründen ins Depot gedrückt wurde an Immobilien. Unglaublich, zu was für Mondpreisen. Ich schlage da die Hände über den Kopf zusammen, weil man sieht das ja dann, wenn die Leute dann zeigen, zu was sie damals eingestiegen sind. Unfassbar, wenn man jetzt über eine Immobilienblase redet. Ende der 90er hatten wir eine. Was da für Preise gezahlt wurden. Aus Steuerspargründen. Und Wolfgang schreibt gerade, die großen Verluste entstehen, wenn Leute nicht wissen, worin sie investieren. Und genau das ist das Ding, Leute. Wer Social Trading macht oder wer Inlandoptionsscheine kauft. Naja, wie weit muss man denn sein als Anleger, wenn man überhaupt darauf stößt? Da muss man sich doch schon ziemlich gut auskennen. Ja, es stoßen doch keine Leute, die bei der Sparkasse sind, auf Inlandoptionsscheine oder auf Social Trading. Das sind Leute, die sich mit Finanzen beschäftigen und denen das auch Spaß macht. Und die zu regulieren, sorry, da
fehlt mir jegliches Verständnis, was die erstmal da macht. So, jetzt habe ich genug geredet. Franz Georg, vielleicht ein, zwei Sachen, auf du hin, die du hinweisen willst. Was lernt man? Was haben wir in den letzten 5 Jahren gelernt? Und dann gehen wir so langsam zum aktuellen Markt und gucken mal, was wir für die nächsten ein, zwei, 3 Jahre vielleicht lernen könnten. Wir haben gemerkt, also und gelernt vor allen Dingen, ich meine, als wir so angefangen haben, das war ja 1997, 98, da hatten wir diese ganze Geldpolitik und diesen massiven Eingriff noch nicht gehabt. Ich fand, das war früher alles ein bisschen ruhiger, entspannter gewesen. Es gab auch diese Übertreibungen natürlich. Jeder war dabei gewesen, 99, 2000 mit den Biotechs und so weiter. Ich habe da auch meine blutige Nase geholt, Stichwort Morphosis, viel zu teuer eingekauft. Man lernt einfach mit der Zeit dazu. Es ist einfach wichtig. Fehler und die man an der Börse begeht, sind richtig und gut. Man muss einfach daraus lernen. Das ist immer wieder, ich sag mal, keine kostenlose Lektion der Börse, aber sie sind ein wertvolles Feedback, das man von den Märkten bekommt, wenn man falsch gelegen hat. Und dann darf man nicht diese Verluste einfach wegräumen und sagen, naja, will ich überhaupt nicht drauf achten oder am besten gar nicht mehr ins Depot reinschauen, sondern sich aktiv damit beschäftigen, warum ist der Trade denn schiefgelaufen? War der Einstieg falsch gewesen? War der Stopp falsch gewesen? War der Stopp überhaupt sinnvoll gewesen? Hat es einen gebraucht? Inliner sage ich auch, brauchen auf keinen Fall. War die Strategie in dem Markt falsch gewesen, im ganzen Börsenumfeld? Was passte nicht? Man muss sich damit auseinandersetzen. Trading ist verdammt harte Arbeit. Das ist nicht mal eben nach Hause kommen, 5 Klicks machen und reich werden. So funktioniert das leider nicht. Auch wenn es immer wieder gerne so suggeriert wird, sondern das ist ein richtig harter Job. Wenn man damit profitabel arbeiten will, verlangt sehr viel Eigenständigkeit, sehr viel zähe auch ab, dass man sich mit den Märkten beschäftigt, mit seinen eigenen Fehlern, mit der Psyche vor allen Dingen, extrem unterschätzt, aber 80% davon sind Psychologie. Und wenn man damit weiterkommt und sich kontinuierlich damit verbessert, immer wieder am Ball bleibt, dann merkt man auch nach ein paar Jahren, das sage ich wirklich so, das sind Jahre, über die wir reden, dass die Lernkurve nach oben geht, dass man nicht mehr die gleichen Fehler macht, sondern daraus gelernt hat und weiß, wie man die vermeidet. Und damit steigt dann eben auch letztlich die Profitabilität, die Drawdowns, die Rückschläge werden geringer. Man hat einfach dann so ein Gefühl für die Märkte. Man hat ein Gefühl für bestimmte Indikatoren, wo man meint, die funktionieren, oder wo man weiß, auf die kann man sich relativ gut verlassen. Niemand von uns hier kann Trefferquoten von 80% vorweisen. Was da vorgegaukelt wird, das ist alles nur Marketing. Es geht sich darum, dass man sich in seinen Positionen wohlfühlt und dass man da gute Erfolgschancen hat und dass man einfach ein gutes Gefühl auch für die Märkte hat, dass man auch seinen Markt und seine Börse gefunden hat. Ja, es gibt Anleger, die können wunderbar mit Euro-Dollar oder japanischen Yen oder Austral-Dollar handeln, aber kommen mit dem DAX überhaupt nicht zurecht. Andere sagen, Gold ist eigentlich mein favorisierter Basiswert. Mit dem kann ich wunderbar traden, aber geh mir weg mit Einzelaktien. Wieder andere können sich nur mit Einzelaktien beschäftigen. Jeder muss auch seinen einzelnen Markt für sich entdecken, den er gut handeln kann. Ich glaube, das geht bei dir auch nicht anders. Du kannst auch nicht alle Märkte gleich gut handeln. Ich bin zum Beispiel bei den Währungsmärkten, die liegen mir persönlich eigentlich ganz gut. Bei anderen, so Einzelaktien, Small Caps und so weiter, da habe ich bisher nie Glück gehabt und habe gesagt, okay, da lasse ich die Finger von, weil es nichts bringt. Es ist wirklich eine Herangehensweise, ein Ausprobieren und ein Lernen vor allen Dingen. Das ist ganz entscheidend. Und wenn man Ja, da ich habe. wirklich den inneren Schweinehund überwindet, letzter Satz, dann merkt man wirklich mit der Zeit auch, wie dann der Erfolg kommt. Ja, genau, Franz-Georg. Ich hab eben mal Euro-Dollar aufgerufen, um auch mal zu sehen. Bei 1,40 haben wir unsere Webinarreihe begonnen. Auch das sind dann fast zur Parität. Auch da sieht man mal, was passiert ist alles in den Jahren. Aber das ist zum Beispiel sehr gut, wenn du Euro-Dollar ansprichst. Ich habe zum Beispiel. Und deswegen sind auch immer die Fragen, ja, könnt ihr mal die oder die Aktien im Webinar besprechen? Und ich gebe zu, in den letzten Jahren, ich habe da manchmal auch die ein oder andere Frage so ignoriert, habe gesagt, ja, ich guck mal, ob Egmont da was zu sagen will. Aber ich habe ehrlich gesagt, platt gesagt, keine Ahnung von, keine Ahnung, beispielsweise Roche. Das ist eine Aktie, ja, ich weiß, wie man Produkte darauf raussucht. Ich weiß auch, ob die eine hohe Dividende zahlen, so Pi mal Daumen. Aber das ist jetzt keine Aktie, mit der ich mich täglich beschäftige. Ja? Oder eine SAP zum Beispiel ist null eine Aktie, die ich traden kann, die ich traden. Ich habe null Gefühl für die Aktie. Also, weil ich mich auch ehrlich gesagt noch nie damit beschäftigt habe. Ich kann Lufthansa gut, ich kann Infineon ganz passabel. Und ich glaube, es gelingt uns ganz ordentlich, solche Aktien in Übertreibungen wegzufischen und euch das richtige Handwerkszeug an die Hand zu geben, was zum Beispiel auch nicht ganz unwichtig ist, wie ich finde. Wenn ich immer lese, da stellen sich mir die Nackenhaare auf.
Der Markt ist abgeschmiert. Das wäre jetzt so ein typisches Beispiel. VDAX News über 20. Und dann liest du an so einem Tag, ja, jetzt mit Put absichern. Da könnte ich wirklich in den Laptop springen, weil ich denke, verdammt nochmal, du blöder Autor, der du das jetzt geschrieben hast, du kostest gerade deine Leser Geld, weil es geht mir nicht darum, dass ich sage, der hat keine Ahnung, wo der Markt hingeht. Den habe ich auch nicht, weil niemand weiß 100%, es geht rauf oder runter. Aber in den Werkzeugkasten greifen und was Falsches nehmen, das ist handwerklich einfach Mist. Und wenn ich weiß, okay, die Wohle hat gerade 50% zugelegt und dann zu sagen, jetzt nimm den Optionsschein, das ist einfach blöd, weil ich weiß, wenn die Wohle 20% rauskommt, dann verliert er einfach an dem Papier. Und das ist einfach doof. Das ist einfach doof und das macht man nicht und das gehört sich nicht. So, dann, und wenn die Wohle hoch ist, weiß ich, alles klar, ich trommel für Discounter-Aktienanleihen, weil ich sage, super Chance-Risiko-Verhältnis. Und das sollte man sich beibehalten und ich glaube, dass wir das auch ganz passabel mitgeben. Dazu gibt es natürlich immer Aktien, wo du auch sagen kannst, Leute, ihr habt zwei verschiedene Möglichkeiten, damit was zu machen. Auch da will ich mal ein Beispiel geben. Ich habe heute früh erwähnt, dass man die Tesla als Investment momentan nehmen kann und auf der Short-Seite, wo jetzt jeder sagt, okay, der hat ja die Nerven verloren. Aber ich kann zum Beispiel mit einem CFD die Tesla Short gehen gerade und kann trotzdem sagen, in mein Depot baue ich ein Produkt auf die Tesla ein. Die hat eine dermaßen hohe Wohlab, wenn ich 5% PA erzielen will oder 10%, kann die Tesla sich halbieren im Grunde genommen und ich habe trotzdem die maximale Auszahlung in meinem Produkt. Wäre natürlich im Turbo Short oder im CFD Short auch super unterwegs. So kann man Sachen kombinieren, wo man denkt, das passt doch gar nicht zusammen. Und da helfen dann die Indikatoren bei euch bei Indexradar, die Indikatoren und die Ansätze, die wir in unserem neuen Video-Newsletter dann ab Juli, August zeigen werden. Und all das, das wird euch helfen, das ist Handwerkszeug und das ist auch, wie ich finde, dann gut investierte Zeit und gut investiertes Geld. Mal abgesehen davon, dass man dann als Service vielleicht noch dazu hat, wo man es handeln kann, welcher Broker günstig ist, das kommt ja noch on top. Aber Gewinn des Kaufmanns liegt im Einkauf und das trifft eben bei Finanzen und bei Produkten auch zu, dass man sagt, darauf achte ich und dann im zweiten Schritt sagt, okay, es wäre halt cool, wenn ich auch noch die Richtung treffe und wenn ich da eine gute Hand habe. Aber den ersten Schritt schon mal, Einkaufskosten minimieren, das wäre schon gut. Und Raphael fragt, wird das ein Jahresabo? Nee, also maximale Abodauer wird, denke ich, 6 Monate. Wir versuchen es sogar kürzer zu gestalten, weil wir einfach glauben, das wird qualitativ schon so gut, dass ihr da Spaß dran habt, dann bleibt ihr automatisch dabei. Ich bin nicht so der Wahnsinn von Jahresabos. Das als kurze Antwort. Und Georg, mal zum großen Markt. Ich will mal zum Markt zu sprechen kommen, weil das auch so eine interessante Schwelle jetzt ist, an der wir sind, 5 Jahre nach Start. Ich glaube, dass die nächsten Jahre wahnsinnig herausfordernd werden in Bezug auf Gelderhalt. Und zwar gar nicht mal nur am Aktienmarkt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in wirklich vielen Assetklassen, Immobilien, Aktien, möglicherweise sogar bei manchem Metall oder bei Rohstoffen, erstmal gucken müssen, dass man sein Geld erhält. Jetzt haben wir in der letzten Zeit, ist man eigentlich immer abgestraft worden, wenn man gesagt hat, man sichert sich ab und es war unnötig. Könntest du dir auch vorstellen, dass das jetzt langsam zu Ende geht? Ich finde, der spannendste Index der Welt ist im Moment wirklich die Nasdaq. Und ich glaube, das ist aber mein Bauchgefühl, dass die Nasdaq jetzt am Ende oder so wir denn am Ende von der langen Bewegung sind, den Leuten einen richtig miesen Streich spielen könnte. Ich glaube nämlich, dass wir am Ende jetzt Short-Eindeckungen in der Nasdaq sehen und viele Shortseller den Index nochmal auf ein Hoch treiben, was fundamental sowieso nicht unterlegt ist, was aber eigentlich von den Investoren aber auch gar nicht gewollt ist, dass viele schon sagen, wir gehen. Ich glaube, die Goldmänner zum Beispiel haben gut Kasse gemacht in den letzten Wochen. Dass die gehen und aber jetzt der letzte Schub, wie damals am neuen Markt, kommt, weil viele sagen, oh mein Gott, ich muss da jetzt noch irgendwie Positionen glattstellen und reinspringen und dass das Short-Eindeckungen sind. Bestes Beispiel ist eine Tesla. Da läuft gerade das Typische, dass am Ende die nochmal gegrillt werden, die eigentlich zu früh wissen, wo es hingeht. Und da erinnere ich euch an den Film. Ich glaube, das ist The Big Short, ne? Wo er total verzweifelt da sitzt Ende 2007 und denkt, fucking hell, das ist doch alles, hier liegt doch alles auf dem Tisch. So wie ich jetzt sage, alle Indikatoren liegen auf dem Tisch, dass wir in den nächsten 18 Monaten eine Rezession sehen könnten, dass die Wirtschaftsdaten schwächer werden, dass die Margen der Unternehmen schlechter werden könnten, dass die Gewinne absacken. Es liegt alles auf dem Tisch und trotzdem in so einem Index wie der Nasdaq geht's noch weiter. Franz Georg, deine Meinung dazu würde mich sehr interessieren, wie du da die Nasdaq siehst. Ruf sie mal auf.
Ja, ich habe es ja auch hier. Ich habe mir in der Zwischenzeit mal schnell wieder den Account hergestellt. Und ja, man muss sich ja ein bisschen noch nebenbei technisch beschäftigen. Und ihr seht das hier sehr schön. Also eigentlich ist das ja auch ein astreiner Aufwärtstrend. Ne? Ihr seht hier schön Serie steigender, fallender, steigender Hoch- und Tiefpunkte, alles in Butter soweit. Und du hast es gerade eben schon angesprochen. Tesla ist dafür das Paradebeispiel. Sehr, sehr hohe Shortquoten. Und es gibt da eben auch entsprechende Auswertungen schon, dass eben gerade dieser letzte Move, den wir noch bei beim Nasdaq und Nasdaq 100 eben auch gesehen haben, gerade durch Short-Eindeckungen getrieben wurde. Und das sind auch wieder so Signale, das ist ja letztlich nicht eine fundamental untermauerte Aufwärtsbewegung, sondern ja, eine Bewegung, die eben über die Terminmarktpositionierungen reinkommt. Kleiner Short-Squeeze, der dann nochmal nach oben geführt wird. Und es damit eben dann zu Eindeckungskäufen kommt. Aber das ist ja nichts Nachhaltiges ist. Das Gleiche geht auch in die Richtung, wenn man zum Beispiel bei den M&As vorbeischaut, also Mergers and Acquisitions, also die ganzen Übernahmeschlachten. Stichwort hier Disney und 20th Century Fox. Ja, die haben auch ihr Übernahmeangebot immer weiter jetzt nach oben geschraubt. Ich weiß nicht, wir sind jetzt irgendwo bei 71 Milliarden oder sowas, also oberhalb von 70 Milliarden jetzt schon angekommen. Das hat inzwischen auch Dimensionen erreicht, wo man sich einfach bei der ersten Offerte gar nicht mal vorstellen könnte, dass wir da in diese Bereiche reinkommen. Und naja, und was wir natürlich auch immer schon gesagt haben seit vielen Finanzmarktrunden, was wir an den amerikanischen Aktienmärkten sehen, gerade im Tech-Bereich, ist eine Rallye der Schwergewichte. Es sind die Alphabets, die Amazons, die Netflix, Facebook und Apple. Microsoft auch noch, die hier vor allen Dingen den Index nach oben führen, aber eben der gesamte breite Index eigentlich gar nicht mehr gekauft wird, sondern wir haben eben relativ wenige Werte, die den Index nach oben führen. Das ist, ich betone es nochmal, per se kein richtiges Warnsignal, denn solange diese Werte weiter gekauft werden und Investoren bereit sind, eben auch diese erhöhten Risiken einzugehen, solange steigen dann auch die Indizes. Dann macht es keinen Sinn, da aggressiv jetzt auf die Short-Seite zu gehen, aber man muss einfach wissen, wenn man dann auch investiert ist in den Markt, dann geht man eben nicht auf den breiten Aktienmarkt, den breiten Tech-US-Markt, sondern man wettet letztlich darauf, dass die Rallye bei einer Handvoll Aktien weitergeht. Das ist die Story, die gespielt wird. So, wenn ich das weiß, dann weiß ich auch das Risiko, das ich eingehe und dann muss ich mich eben darauf konzentrieren, wie diese Unternehmen sich entwickeln. Stichworte, die habe ich so nochmal aufgeführt. Das sind die Kandidaten, auf die es ankommt. Das sind die Termine, die wichtig sind, vom 19. bis zum 26. Juli. Darauf gilt es zu achten, ob diese Gewinnschätzungen dann eben auch nach Möglichkeit gut übertroffen werden, ob die Ausblicke stimmen und das ist dann letztlich auch der entscheidende Punkt eben in einem Umfeld mit Handelskrieg, Dollaraufwertung, geopolitischen Risiken und so weiter, Bewertung, dass das eben auch noch gerechtfertigt ist. Das muss einfach dann gekauft werden. Das ist die entscheidende Frage dann Ende Juli zum Beispiel, ob diese Rallye hier weitergeht. Wenn man das Ganze jetzt einfach nur stur aus der technischen Perspektive betrachtet, und da kann ich auch nur vorwarnen, technische Analyse ist letztlich ein Puzzlestück in der gesamten Beurteilung, ob ich jetzt in einen Markt reingehe oder nicht. Ich würde sie niemals als alleiniges Kriterium verwenden. Ja, es ist ein Puzzlestück letztlich. Ich habe gesagt, es war eine Eindeckungsrallye über die Short-Seite. Ich habe gesagt, es wird eine Rallye von wenigen Aktien, die die Indizes nach oben führen. So, aber technisch gesehen ist das alles noch in Ordnung. Ihr habt es hier gesehen, Ausbruch über die 7.000, hier passiert, das war der Widerstand gewesen. Ausbruch nach oben, Rücklauf an die 7.000, bisher Bestätigung des Ausbruchs. Also da sage ich, da gibt es keine zweite Meinung im Augenblick, denn dieses Ausbruchsniveau hat bisher noch gehalten. Solange dieses Ausbruchsniveau hält, geht die Geschichte unter Umständen auch noch weiter. Aber natürlich, hier unten ist das Risiko auch durchaus gegeben. Ne? Fällt der Index hier unter 6.900, das sind knappe 100 Punkte Puffer, die der Nasdaq 100 hier zum Beispiel hat, dann haben wir hier oben einen Fehlausbruch und dann haben wir auch einen Ausbruch, einen Fehlausbruch über die vorherigen Hochpunkte. Dann kann sich die Geschichte hier auch sehr, sehr schnell wieder wenden. Ja, dann kommen nämlich auch zügig dann hier unten die 200-Tage-Linie ins Spiel. Die haben wir bei 6.640 Punkten im Augenblick. Und dann hier diese Umkehrpunkte aus dem Februar. Wir sehen im Augenblick noch relative Stärke der Nasdaq und der Tech-Aktien, aber eben und einen Rücklauf an das Ausbruchsniveau. Aber das muss jetzt auch gekauft werden. Wird es gekauft, geht die Reise weiter. Dann können hier 7.300, 7.500, möchte ich per se einfach mal nicht ausschließen aus der rein technischen Perspektive. Wichtig ist, dass der Markt jetzt gekauft wird. Fällt er jetzt zurück, dann haben wir ein deutlicheres Warnsignal und dann dürfte eben auch die etwas größere Korrektur am amerikanischen Aktienmarkt dann stattfinden.
Und wir wissen es alle, wir haben es hier im Februar mitbekommen, beziehungsweise im Frühjahr, als eben dann wieder Skandal bei Facebook aufpoppte. Eine Aktie aufgrund ihrer hohen Gewichtung kann ganz schnell hier den Gesamtmarkt dann schon in Mitleidenschaft ziehen. Und wer weiß, was da unter Umständen vielleicht auch schlechten Bilanzen kommt im Juli oder einen neuen kleinen Skandal. Das ist einfach das Risiko, wenn man am amerikanischen Aktienmarkt investiert ist, dass man sich da vorsehen muss, wie das Ganze aufgestellt ist. Und ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, wenn wir gerade in den USA sind, was auch inzwischen eigentlich kaum Beachtung findet. Es wurde immer so viel über die Bewertung gesprochen, gerade vom S&P 500, vom Dow Jones, die ja dann irgendwo im Bereich von 19, 20 mal war im Frühjahr. Das hat sich jetzt ein bisschen beruhigt, eben auch im Zuge eben der steigenden Gewinnschätzungen, die wir haben. Die sind ja auch ambitioniert, möchte ich hier auch mal noch erwähnen, also wenn ihr euch das hier mal anschaut. Ne? Also 19% fürs Q2 jetzt, 8,7% Umsatzwachstum, Gewinnwachstum 19%, das muss auch erstmal erzielt werden. Aber eben aufgrund eben der Konsolidierung, die wir gesehen haben und steigenden Gewinnschätzungen, hat sich dieses Niveau etwas beruhigt. Das Interessante aber ist, und was kaum beachtet wird, die Small Caps in den USA, die sind richtig teuer. Die sind so teuer wie nie zuvor, wenn ihr hier das PI über die 10-Jahres-Basis euch mal anschaut. Da sind wir klar über den Niveaus der vergangenen Jahrzehnte inzwischen angekommen. Diese Rallye bei den Nebenwerten, wie Russell 2000, S&P 600, die war ja sehr, sehr stark gewesen, medial kaum beachtet. Aber die sind jetzt extrem teuer auf einmal geworden. Und auch die müssen liefern jetzt, wenn die nächste Berichtssaison ansteht im Sommer und kommt es da zu einer Enttäuschung, dann sehen wir auch hier eine entsprechende Erosion. Und darauf gilt es dann mal zu achten. Insgesamt ja auch das große Bild, wenn wir uns das anschauen, hier mal die globalen Aktienmärkte, also über 70 Länder verteilt, MSCI. Anzahl der Aktien zum Beispiel, beziehungsweise Aktienländerindizes, die noch über ihrer 200-Tage-Linie notieren, haben wir jetzt hier eine Quote erreicht von Pi mal Daumen 35%. Ja, also doch in klar fallenden Tendenzen. Da ist auch noch Luft nach unten drin. Das heißt also, das bestätigt das, was ich sagte. Es gibt halt immer weniger Aktienmärkte, die noch durchweg eine überzeugende Technik und auch vor allen Dingen eben Marktbreite aufweisen, sondern es gibt hier doch schon einige prominente Beispiele, die inzwischen auch schon im Bärenmarkt notieren. Ich möchte das nur noch mal abschließend hier zeigen. Der Shanghai Composite zum Beispiel hat es, ich glaube, gestern war es der Fall gewesen oder vorgestern, die Schwelle von 20% Abstand zum Jahreshoch erreicht, was wir hier noch im Januar gesehen haben. Das heißt also, der chinesische Aktienmarkt befindet sich jetzt ganz offiziell schon im Bärenmarkt. Auch mal eine News, muss man mal drüber nachdenken. Das ist auch ein Spiegelbild der zuletzt klar enttäuschenden Konjunkturdaten, die wir aus China gesehen haben. Und natürlich eben auch dieser ganzen Strafzölle, die da wirksam werden. Nur kleine Anekdote am Rande mit diesen Strafzöllen. Hier mal der Blick auf US-Dollar, chinesischer Yuan. Die Währung, der Yuan, wertet extrem ab. Auch das eigentlich jetzt im Augenblick noch kaum im Fokus. Wir haben hier eine Abwertung gegen den Dollar gesehen von 5%. So, wollen jetzt nochmal grob 5% obendrauf kommen, dann ist es eben so, dass sich natürlich mit den Verbilligungen des Yuan in den kommenden Wochen weitere 5% die Wirksamkeit der US-Strafzölle von 10% quasi von selbst eliminiert hat. Ja, also durch die geschickte Steuerung, sage ich jetzt mal, der chinesischen Notenbank haben sie es erreicht, über die Yuan-Abwertung letztlich die US-Strafzölle, die hier aufgehoben wurden, über die Währungsseite abzufedern. Ganz interessante Geschichte, aber nichtsdestotrotz, der chinesische Aktienmarkt zeigt eindeutig, dass es mit der Konjunktur in China im Augenblick gar nicht so gut bestellt ist und jeder weiß, wie wichtig inzwischen China eben auch für die Weltwirtschaft geworden ist. Und da wird es dann auch schwierig für die Tech-Konzerne, die ja auch in China natürlich große Absatzmärkte haben, dann entsprechend auch die Zahlen zu liefern, die der Markt erwartet. Das mal von der Seite. Ja, danke Franz-Georg. Und hier kommt die erste Frage, und zwar Frage zum DAX von Raphael. Erwartet ihr erst einmal wieder Erholung? Die heutige Erholung wird ja derzeit wieder gut abverkauft bei der ehemaligen Unterstützung 12.450. Ja, ich hatte heute Morgen im frühen Video gesagt, 12.150 rein, Erholung bis 12.5. Gut, das war dann heute Nachmittag schon erfüllt. Konntet ihr wirklich schön was draus machen. Aber ich will mal den Gesamt-DAX in Betracht ziehen und euch vielleicht mal ein Gefühl dafür geben, was ich erwarte für die nächsten Jahre und warum ich auch glaube, dass wir da ganz gut sind, wenn wir euch begleiten. Weil ich glaube, dass die Leute in den letzten 10 Jahren auch das Gefühl verloren haben, zum Teil, und auch die Händler in den Banken,
für Abschwünge, für Korrekturen. Wir waren damals, als wir, damals sage ich schon, wie Opa erzählt vom Krieg, damals, wir waren Ende 2007, Anfang 2008 bei 8.000 Punkten im DAX. Wir waren 15 Monate später bei 3.600 Zählern. Das war eine Korrektur um, Kopfrechnen, 55%. Wenn ihr mal überlegt, 13.600 im DAX, wenn wir davon 55% abziehen, sind wir bei 6.120 Punkten. Ich bin völlig überzeugt, dass Investoren lernfähig sind und sich alles über Erfahrung auch glättet und dass wir nicht nochmal so einen Crash sehen wie 2008, 2009. Ich glaube, das war nämlich auch für viele so ein Aha-Erlebnis, dass man sagt, wow, ich kann ja in den Aktienmarkt auch mal richtig geil reinkommen, wenn Weltuntergangsstimmung ist. Ich glaube, das wird beim nächsten Mal früher gekauft, weil dann viele sagen, ja, das berappelt sich schon wieder. Das gibt ein Grundvertrauen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir den DAX übernächstes Jahr unter 11.000 sogar vierstellig sehen. Also vierstellig halte ich absolut für einen Bereich des Möglichen. Das wären 10.000, also 9.999 Zähler. Und wenn man mal überlegt, was wir dann verloren hätten, dann wären wir bei einer 25% Korrektur plus ein bisschen was obendrauf. Das ist nichts eigentlich. Also warum nicht sogar in der Rezession den Markt nochmal auf das ganz alte Ausbruchsniveau bei 8,2 zurück? Das kann alles passieren. Ich will jetzt nicht schwarz malen, aber was ich sagen will ist, ich glaube, vielen kommt so eine Korrektur um 1000 Punkte jetzt schon dolle vor. Das ist nichts, weil wir einfach an diese hohen Punktzahlen auch gewohnt sind und man denkt so, oh, aber das ist prozentual natürlich nichts. Deswegen unterschätzt auch nicht, wenn wir in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren eine Trendwende sehen sollten und sich eine Rezession abzeichnet, unterschätzt nicht die Dauer und die Größe einer Korrektur. Auch in der Nasdaq 5.000 Punkte, das ist nichts. Das sind nicht mal 30%. Warum nicht auf so einen gehypten Markt? Eine Netflix hat letzte Woche noch 150 Milliarden gekostet. Ich glaube, da sind wir immer noch beinahe. Wenn sich das Ding trotz allen hervorragenden Geschäftsmodells halbiert, na und, dann sind die gerade mal auf dem Niveau vom letzten Jahr. Also, und da kannte auch schon jeder Netflix. Und die Markteintrittsbarrieren bei Serien sind jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Auch eine ProSieben, auch eine CNBC, auch eine CBS, wen es auch alles auf der Welt gibt, können alle Serien machen. Es kann auch mal sein, dass die Leute vielleicht wieder sich unterhalten und keine Serien gucken. Soll alles möglich sein, ja? Also, auch das, Trends nicht unterschätzen und auch nicht überschätzen. Ja. Franz-Georg, mich erinnert das manchmal auch gerade so bei Netflix dran. Wenn ich mich mit Leuten da unterhalte, kriege ich nur dieselbe Leier. Ja, ach, da ist so viel Potenzial und so viele Kunden noch unskalierbar. Ja, das stimmt alles, aber ich habe das immer im Ohr. Jahr 2000, Intershop und so weiter. Ja, wenn jeder dritte Chinese den Umsatz macht und bei Wirecard höre ich das jetzt auch immer. Ja, wenn jeder dritte dann. Das kann ich runterbeten von damals noch. Das sind immer so Phasen, wenn die Leute mit sowas kommen, denke ich, oh mein Gott, jetzt geht's wieder los. Wenn jeder Dritte dann. Seid da vorsichtig, lasst euer Geld da nicht verbrennen mit solchen Thesen. Das ist meine große Bitte. Und glaubt nicht irgendwelchen Analysten, die sagen, sie wissen 100%, wo es hingeht. Weil ich denke, dass wir da in den letzten Jahren gesagt haben, wir wissen eben nicht 100%, wo es hingeht. Ich sage immer, wenn ich eine 80-20-Chance habe beim Trading, das ist Weltklasse. Die hatte ich für mein Gefühl heute früh, 80-20. Die gab es an einem Donnerstag vor Draghi, 80-20 andersrum. Jetzt zum Beispiel sind wir bei 12.000, wo sind wir denn überhaupt? Ich suche mir mal gerade den DAX. 12.000. 12.336. So, gucke ich nach der Vola, sage ich, wir haben eigentlich noch ein bisschen Luft, uns zu erholen, ein paar Punkte noch nach oben, da geht schon noch was, weil wir jetzt sehr stark überverkauft waren. Die Vola war sehr negativ heute früh. Also das muss jetzt nicht das Ende der Erholungsstange sein. Aber ich würde jetzt nicht sagen, hey, Brief und Siegel, wir sehen die 13.000 wieder. Das kann auch jetzt eine schöne Erholung geben, Richtung 12.5, vielleicht 12.6. So, und dann geht die Treppe nach unten, weil das könnte ich mir für die nächsten Monate, Jahre vorstellen, dass wir immer wieder Zwischenerholungen sehen, aber der übergeordnete Trend eben eine Zeit lang mal negativ sein wird. Und immer, in den letzten Jahren war es immer so, die Dips nach unten waren Nachkaufchancen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Erholungen nach oben jetzt Chancen sind, um rauszugehen. Und wenn man ehrlich ist, haben wir das eigentlich seit der 13.6. Wir sind dann nochmal hochgelaufen, erste Verkaufschance. Dann kam nochmal eine, 13.150, zweite Verkaufschance. Und man sieht schon,
die Hochs, also Franz Georg, damit gebe ich den Ball direkt wieder zurück. Die Hochs im DAX werden ja niedriger und das ist eigentlich immer interessant, was dann passiert. Und jetzt greife ich noch von Raphael den einen Punkt auf, dann gebe ich an dich mit den Hochpunkten. Was passiert, wenn die nächste Rezession kommt, was die Zentralbanken machen? Super Punkt, Raphael. Ich glaube, ja, ein ganz, ganz gegensätzliches Bild. Wir haben in Deutschland beispielsweise nach Bewertungsgesichtspunkten keine wirkliche Immobilienblase. Das heißt, da werden wir erstmal bei der Zinserhöhung keine Probleme sehen, meiner Ansicht nach. Wir haben in den USA und in China meiner Ansicht nach, ich weiß, das sehen viele anders, aber eigentlich eine Immobilienblase. So, da wird Luft rausgehen. Aus dem Aktienmarkt wird Luft rausgehen. Erstmal ist das okay. Wenn es zu stark wird und die Rezession auch zu tief wird, werden die Notenbanken gegensteuern. Aber ich glaube nicht an eine Erholung wie 2009, weil die EZB und die Japaner können eigentlich nichts machen. Die EZB könnte Immobilien aufkaufen, Aktien aufkaufen, das darf sie, Unternehmensanleihen, ja, kann sie alles machen, kennen wir aber im Grunde alles schon. So, was die Fed machen kann, sie kann die Zinsen natürlich wieder runternehmen, vom deutlich niedrigeren Niveau als damals. Das kann sie natürlich tun. Aber an eine V-förmige Erholung glaube ich dann nicht so recht. Ich könnte mir viel mehr vorstellen, dass das dann eine ganz, ganz zähe, lange Erholung wird und dass es dann wichtig sein wird, auch am Aktienmarkt genau zu gucken. Was kriege ich dann? Kaufe ich dann in die Erholung rein? Vielleicht auch eher mal dividendenstarke Werte oder Werte, die oder Firmen, die einfach ihr Geschäft immer gut im Griff haben. Ich glaube an ein großes Konzept auch, aber Comeback der Schweizer Aktien zum Beispiel. Ich glaube, die werden wir in den nächsten Jahren noch hören, weil die viel besser positioniert sind, als mancher sieht und weil es einfach total uncool ist, sie im Moment zu kaufen, weil jeder sagt, warum soll ich denn die Roches, wenn ich eine Netflix kriegen kann, könnte sich wieder ändern. Also nächste Rezession wird in der Tat spannend. Und Franz Georg, du kannst mir vielleicht im DAX mal zeigen, wie da schon ja, die Lage komplexer wird. Okay, gut. Also ich würde auch sagen, gucken wir uns heute einfach das große Gesamtbild an. Ich habe euch hier einfach mal den DAX seit 1991 aufgelegt. Ihr seht hier letztlich die langen großen Aufwärtsbewegungen. Wir haben hier von 95 auf 2000 knappe 300% gehabt. Von 2,3 auf 2,8 waren 260% gewesen. Man merkt ungefähr 30 Prozentpunkte weniger. Und hier von 2009 übrigens, jetzt im Augenblick haben wir, wenn ich das bis zum Hoch noch ziehe, ungefähr 270% gehabt. Also alles so im Bereich 270% bis 300% waren die Aufwärtsbewegungen gewesen der vergangenen 30 Jahre. Ja, das ist schon mal so ein kleines Muster, wo man jetzt auch mal sagen könnte, ja, vielleicht haben wir jetzt doch auch mal zumindest mal diese Aufwärtsbewegung doch abgearbeitet. Ne? Es ist wirklich alles Mögliche eingepreist. Die Notenbanken haben alles gemacht. Tolle Zukunftsszenarien. Trump hat auch noch ein Geschenk geliefert. Was soll denn da noch kommen? Also, wie Daniel schon sagte, unterschätzt einfach die Stärke von Trends nicht. Und vor allen Dingen das, was wir bisher gesehen haben, ist in der Tat gar nichts. Ne? Ich habe es gerade eben gesagt, 270% seit 2009, ausgehend vom Hoch, hat der DAX jetzt mal rund 10% verloren. Gar nichts ist das, ja. Wenn wir hier mal einen Bärenmarkt im DAX einzeichnen würden, also die berühmten 20% Korrektur von oben, dann kämen wir hier unten in einen Bereich von ungefähr, ja, was haben wir hier, 10.100, 10.300 Punkte wären es dann. Ne? Dann hätten wir mal gerade die Schwelle zum Bärenmarkt erreicht, das, was wir jetzt in den chinesischen Börsen erreicht haben. Ne? Und dann kann immer noch sehr viel passieren. Wer sich mit Trends beschäftigt, hier haben wir einen schönen Aufwärtstrend beim DAX, 11.700 Punkte noch. Bis dahin könnte er auch problemlos noch korrigieren, ohne dass man hier irgendetwas unterstellen könnte, von wegen der Aufwärtstrend ist nicht mehr intakt. Gleichwohl, das ist der steile Aufwärtstrend. Man kann das Ganze hier auch noch einzeichnen und damit die Überleitung zu größeren Top-Bewegungen. Diese Dynamik hier in den vergangenen 3, 4 Jahren hat doch langsam etwas nachgelassen. Das hier war noch recht steil gewesen, die orange Trendlinie. Jetzt haben wir hier einen grüneren Trendkanal. Ihr seht schon, der Anstiegswinkel ist deutlich flacher geworden. Und damit geht einfach so ein bisschen Dynamik raus. Ne? Das ist einfach eine reife Rallye, die wir hier gesehen haben und die wir jetzt im Augenblick abarbeiten. Und es besteht einfach grundsätzlich mal die Gefahr, und ich nehme hier mal ein paar Trendlinien raus, damit wir noch die Orientierung behalten. Es besteht einfach die grundsätzliche Gefahr, dass wir so im langfristigen Zeitfenster betrachtet so ein bisschen eine Umverteilungsphase sehen, wie wir es auch schon relativ häufig mal in den vergangenen Jahrzehnten hatten. Ich erinnere hier an die 2000, 2001er Geschichte. Dann nochmal sehr eindrücklich hier die Entwicklung in 2007. Ne, da seht das auch immer noch mal hoch, wieder hoch und runter nach einem dynamischen Aufwärtsimpuls. Und jetzt haben wir hier auch einfach Probleme langsam, diese 13.000 nach oben hin rauszunehmen.
Ja, und das hat zumindest mal so ein bisschen den Charakter auch einer möglichen Top-Bildung. Ja, die ist noch nicht alles abgeschlossen, aber es kann einfach sein, dass hier doch ja, große Investoren ihr Portfolio langsam mal bereinigen und ja, die starken Hände ihre Stücke abgeben in die schwachen Hände und somit das dann möglichst geräuschlos vonstatten gehen soll. Ich gehe auch davon aus, dass die nächsten Jahre auf jeden Fall von unverändert erhöhter Volatilität gekennzeichnet werden. Ich erwarte auch 2019 eine Rezession im ersten oder zweiten Quartal, ganz einfach aufgrund schon allein des Basiseffektes. Wirtschaftswachstum jetzt in den USA aufgrund der Steuermaßnahmen extrem hoch, dieses Niveau. Ich weiß nicht, wie die US-Wirtschaft das 2019 übertreffen wird. Ich gehe nicht davon aus, dass sie es schafft. Von daher werden wir dann ein negatives Wirtschaftswachstum dann wohl sehen. Auch ganz einfach aus dem Grund, dass einfach ja, die Zentralbankpolitik am Ende ist, dass die FED unter Umständen gezwungen ist, auch weitere Gegenmaßnahmen einzuleiten, also eine straffere Geldpolitik, vierte Zinserhöhung vielleicht dann noch im Dezember, vielleicht über importierte Inflation, ja, dass dieser ganze Handelsstreit eben dann zum Bumerang wird für die USA, dass die Inflationsrate anzieht und damit eben dann auch die FED noch aktiver werden muss. Oder welcher Grund auch immer. Es gibt ja auch vielfach an den Börsen einfach Entwicklungen, die kann man nicht vorhersehen. Aber so im langfristigen Zeitfenster betrachtet, wenn man euch zum Beispiel die Zinsstrukturkurve anschaut, die immer flacher wird, deutet doch vieles darauf hin, dass wir zumindest mal 2019 größere Probleme sehen werden. Und das ist das Bild auf den langfristigen DAX. Im kurzfristigen DAX kann ich euch noch eine kleine Auswertung gleich mal mitgeben. Wie sind die Perspektiven eigentlich für das zweite Halbjahr? Wir haben das hier mal ausgerechnet bei Indexradar noch. Wenn der DAX sowieso schon relativ schwach in das Jahr gestartet ist, ich sage jetzt mal gestartet, also in den ersten 6 Monaten, haben wir hier mal geschaut seit 1973, wenn er da in den ersten 6 Monaten im negativen Bereich gewesen ist, wie hat er sich denn danach eigentlich entwickelt? Ihr seht es hier im Durchschnittsrendite nur noch von 5% erzielt. Es gab auch nur sehr wenige Jahre, wo er überhaupt sich so schwach entwickelt hat. Die Trefferquote geht deutlich nach unten. Das heißt also, solche Probleme, die im ersten Jahreshälfte zu beobachten waren, schleppt der Markt häufig auch noch das restliche Jahr mit sich durch. Es würde auch zur Zyklik und vielen anderen Indikatoren relativ gut passen, wenn jetzt dieses Tief, was wir jetzt gesehen haben, hier nochmal gekauft wird. Ich kann mir hier durchaus nochmal eine Erholung vorstellen, auch bis in den Bereich von 12.600. Darüber wird es dann wieder sehr dünn. 12.800, 13.000 ist, denke ich mal, nicht mehr möglich. Und wir dann aber so im August, September, das sind so die klassischen Monate eigentlich in diesem Jahr, wo man mit einem Jahrestief rechnen sollte. Und daraus ausgehend dann zumindest mal eine Erholung starten könnte. Wenn vor allen Dingen dann auch die Halbzeitwahlen in den USA am 6. November durch sind, sollte Trump bis dahin weiter fest an seinen Handelsstreitigkeiten bleiben, vielleicht die auch noch schärfer auf Europa ausrichten. Dass er dann vielleicht entweder schon vorher die Quittung bekommt, die hat es ja mitbekommen, gerade in den amerikanischen Landwirte, die gehen ja schon auf die Barrikade, sind schon die ersten Opfer eigentlich dieser ganzen Handelsstreits Wahnsinns. Wenn er da zu sehr unter Druck kommt, muss er vielleicht schon vorher zurückrudern. Ansonsten, wenn er hart bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass dann spätestens mit den Wahlen am 6. November die Würfel fallen und es von dieser Seite her Entspannung zumindest mal geben sollte. Mein Lieblingsindikator, hatte noch jemand gefragt, Anzahl der Aktien im DAX über der 200-Tage-Linie, hier die aktuelle Auswertung, ihr seht hier unten die Entwicklung, wir sind hier derzeit angekommen bei rund 33%, das ist ein leicht unteres Niveau hier in der langfristigen Spanne, aber noch längst kein Extremniveau und wer das schon länger verfolgt, der weiß ja, die Kapitulationsphasen am Markt in den vergangenen Jahrzehnten lagen eigentlich immer vor. Wenn wir eine Quote hatten von weniger als 10%, im Idealfall 0%. Wenn also keine einzige DAX-Aktie mehr über ihrer 200-Tage-Linie notierte, hatten wir doch zumindest mal eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für ein Tief vorliegen gehabt. Das hat hier 2002, 2003 relativ gut funktioniert. Wir hatten hier mal 0% gehabt in 2002. Danach hat es sich auch nicht so richtig erholt. Erst dann eben, nachdem wir hier nochmal aufgesetzt haben, in 2008, 2009 waren es 0% gewesen, 2011 kurzzeitig mal 0%. Auch diesen schönen Tiefpunkt hier nochmal im Januar 2016 mit einer Quote von weniger als 10%, also letztlich weniger als 3 Aktien im DAX, war auch schon ein schönes Ausverkaufsphase gewesen.
Und darauf gilt es einfach zu warten für Anleger, die wirklich sich dann auch mittellangfristig auf Sicht von vielen Monaten, wenigen Jahren positionieren wollen. Und das ist eben dann auch der entscheidende Punkt. Da muss man auch den Mut haben, letztlich zuzugreifen, darauf vertrauen, dass diese Regel auch weiter hält. Ich würde mal sagen, sie hat in den extremsten Phasen der vergangenen Jahrzehnte gehalten. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum sie auch jetzt wieder nicht greifen sollte. Und darauf einfach mal achten. Wir werden das natürlich auch bei Feingold Research entsprechend ankündigen, sollte diese Regel hier wieder greifen. Noch sind wir davon entfernt. Da ist noch ordentlich Luft nach unten für den DAX, bis wir hier wieder unter 10% bzw. im Idealfall auf 0% sind. Und dann gibt es letztlich die Hände offen zu halten. Denn dann wird es wieder heißen, geht alle in Gold rein, in Sicherheit, in Anleihen, aber niemals Aktien kaufen. Und das ist dann wieder der schöne Titelblattindikator, wo es heißt, das Sentiment ist am Boden. Niemand will eigentlich Aktien haben, aber es ist das beste Chance-Risiko-Verhältnis eigentlich auf der langfristigen Zeitachse, um in den Markt reinzugehen. Und ja, diese Chance gilt es dann zu nutzen. Ja, danke, Franz-Georg. Jetzt kommt die Frage, ob man diesen Chart irgendwo abrufen kann. Ja, vielleicht können wir den morgen irgendwie als Screenshot bei Feingold Research in den ersten Artikel des Ja. Tages stellen. Einfach meinem Bruder schicken, der macht das dann schon. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen oder zunächst mal den Bildschirm nochmal zurückzuholen. Da ist er. Ja, dass ich mich nochmal recht herzlich bedanke. Es sind ja noch ein paar später dazugekommen bei Ayondo für die letzten Jahre, dass es in unseren Webinarformaten weitergeht. Ihr erfahrt alles über feingoldresearch.com und natürlich auch dann, wenn sich was anmeldeseitig tut, per Mail. Wir werden euch da, wie gesagt, informieren und das passiert zeitnah. Entweder schon zur nächsten Woche oder dann spätestens 1. August, also 1.7. oder 1.8. werden wir mit den neuen Formaten starten und ich gebe noch zurück mit einer letzten Trading-Idee, da ja die deutsche Mannschaft gegen Korea diese Schmach erlitten hat und ich glaube, dass Jogi möglicherweise ja bald auch zurücktreten wird, hat es eben wohl offen gelassen, wie man hört. Ich glaube, dass auch die nächsten Jahre dann für Adidas, den DFB-Sponsor, ein bisschen härter werden und ein ehemaliger Begleiter dieses Webinars hat mal gesagt, Gaps werden geschlossen. Ich glaube, das bei Adidas wird auch geschlossen. Also eine Adidas ist sinnbildlich vielleicht für das, was wir in den nächsten Jahren erwarten könnten. Da würde ich in Stärke rein verkaufen und eher nach unten mal was aufbauen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht die letzten Jahre hier im Ayondo-Format. Nochmal sehr vielen Dank an unseren Partner. Mit dir, Franz-Georg, mit Egmont, mit allen, die dabei waren, mit unseren externen Gästen und ja, über den Sommer hinweg werden wir dann, wie gesagt, im neuen Format dabei sein. Guckt auch immer bei Feingold Research vorbei, bei Bitcoin Krypto und natürlich auch, wer mag, bei Indexradar. Wir sind weiter für euch da. Das war das letzte Webinar mit Ayondo und dann in Bälde in neuem Gewand und natürlich auch immer vorbeigucken auf unserer Seite feingoldresearch.com und da unter Devisen Konjunktur Webinare. Und hier rechts haben wir auch auf der Startseite natürlich den passenden Button an dieser Stelle. Da könnt ihr dann alles sehen. Ich sage ganz lieben Dank an alle und ja, ob das Ayondo-Archiv mit den Sendungen erhalten bleibt, oh, gute Frage, das kann ich nicht beantworten. Höre ich aber auch nochmal nach. Auf alle Fälle auch gerne weiterhin bei Ayondo immer mal vorbeischauen. Die freuen sich auch. Also, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke an Ayondo, danke an Franz Georg und danke an alle Zuhörer. Bis ganz bald und zum nächsten Mal. Jo, tschüss, macht's gut.